An der ETH Zürich treffen 133 Gymnasium-Schülerinnen und Schüler ein. Während einer Woche kommen sie spannende Einblicke in den Hochschulalltag über. Mit dabei sind auch Janine aus dem Graubünden und Juliana aus dem Wallis. Sie lernen während dieser Woche die Bauingenieurwissenschaften besser kennen. Also ich freue mich total, ein paar Gleichgesinnte nicht kennenzulernen. Und ich freue mich auch schon auf das Studieren. Und wenn ich sehe, dass wir eine ganze Woche hier sein kann, dann habe ich das gerade beim Schubwellen Bock. Und ja, die Möglichkeit nicht so. Das erste Mal, als ich an der ETH bin, freue ich mich riesig. Mich hat immer so Bauen und so alles, was damit zusammenhängt, hat mich sehr interessiert. Besonders freue ich mich, einfach darauf, mal den ETH-Alltag kennenzulernen. Das ist mal etwas Neues vom anderen Schulalltag. Mal herauszufinden, wie es so ist. Das vielseitige Programm ist unter anderem von zwei Doktorandinnen organisiert worden. Die Studienwoche ist gut, weil sie zeigt so die Vielseitigkeit des Bauingenieurberufs. Wir haben sozusagen alle Facetten dabei, die der Bauingenieurberuf mit sich trägt. Während der ganzen Woche gibt es verschiedene Module, wo sie eben wie die verschiedenen Vertiefungen des Bauingenieurberufs mitleben können und auch sehen, was in dem Fachbereich gemacht wird. Wir sind jetzt gerade im Labor und wir tun ein bisschen Wasser, Zement und Sand und auch noch ein paar Chemikalien zusammenmischen, damit das nachher Betonsäle werden. Das ist sehr interessant, weil ich persönlich noch nie im Labor war und das mal etwas ganz Neues ist. An der Kante bin ich auch schon meistens mal im Labor gewesen, aber nicht so oft selber etwas gemacht, sondern mehr einfach nur zugelassen. Also aus dem her ist es einigermaßen eine neue Erfahrung. Ist spannend. Und sehr unterhaltsam. Wir wollten ein Konzept erschaffen, das die ganze Woche quasi abgebildet ist innerhalb des Bauingenieurwesens. Zum Beispiel in der Geotechnik gehen sie das Zentrifugenlabor anschauen. Oder es gibt auch Experimente in Echtgrösse, in einem Betonbalken. Also ich hoffe einfach, dass sie mega viel Spass haben in dieser Woche und dass sie lernen, was es bedeutet, eine Ingenieurin zu sein und vielleicht ein bisschen ihre Stereotype darüber ablegen. Am Ende dieser intensiven Woche präsentieren die Schülerinnen und Schüler, was sie gelernt haben, vor ihren Familien und dem Rektor der ETH. Die Woche rückblickend gesehen, bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Gerade jetzt bei Bauingenieurwissenschaft habe ich nicht erwartet, dass das so breit gefächert ist, dass es so viele Themenbereiche abdeckt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Auf jeden Fall würde ich sehr gerne an der ETH studieren und vielleicht Bauingenieurwissenschaften oder vielleicht Maschinenbau.